Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist er. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play von mir, The Last of Us. Tja, habe ich auch schon lange hier stehen und auf dem Schirm. Ich fand ja die Uncharted-Teile von Naughty Dog richtig, richtig geil. Und deswegen wollte ich das natürlich auch immer spielen. Habe es mir auf der Software-Pyramide, ich glaube für 25 Euro oder 20 Euro gekauft. Und ja, jetzt kommen wir endlich mal dazu, das Spiel auch zu spielen. Und es sieht ja schon echt optisch sehr cool aus. Ich spiele es auf der PlayStation 4. Ich gucke auch nebenbei so ein bisschen hier, ich sitze jetzt erstmal am PC, also an meinem Monitor, um Let's Play aufzunehmen, weil ich nämlich letzte Zeit hier bei meinem Aufnahmen irgendwie mein Sprechsound anscheinend verloren gegangen ist. Auf einmal, ich habe keine Ahnung warum, ich gucke jetzt aber, dass ich diese Pegel mal ein bisschen im Blick behalte. Das heißt, wenn ich auf einmal irgendwie abbreche, dann nicht, weil ich keine Lust mehr habe zu quatschen, sondern weil, wie Elgato oder so, irgendwas hier rumspinnt und mich ärgern will. Aber jetzt freue ich mich erstmal, endlich The Last of Us zu spielen auf der PlayStation 4, wie gesagt. Und irgendwann werde ich dann wahrscheinlich auch den zweiten Teil, wenn mir der erste Teil gefällt, auf der PlayStation 5 dann auch spielen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den vierten an. Telefonieren wir hier nochmal. Es ist tot. Kein Netz. Gar nichts. Stromausfall haben wir zumindest schon mal nicht, weil die Lampe, die leuchtet hier. Was haben wir denn sonst hier so? Ist natürlich ein bisschen hier umgucken. Aber das Aussehen sieht doch schon echt, echt geil, ne? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Ah, eine Glückwunschkarte. Ah, da können wir aufmachen. Ja, es ist natürlich mein Englisch echt mies. Verdammt. Das hätten sie auch übersetzen können, ne? Aber lieber Papa, irgendwas. Alles von gut. Zum Geburtstag Sarah. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von The Last of Us. Ich kenne es halt nur, also vom Hören sagen, dass es verdammt gut sein soll. Es hat ja sehr, sehr viel Liebhaber und allem. Und wie gesagt, wirklich was von gesehen habe ich bisher noch nicht, außer mal ein paar Screenshots. Und ich weiß halt einfach nur, dass es von Naughty Dog gemacht wurde, die ich halt durch Uncharted selber erst überhaupt kennengelernt habe.
Und ja, da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt und deswegen habe ich gedacht, das musst du auch ausprobieren. Rein optisch gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr Dad? gut. Jo, draußen ist schon was los. Ich glaube, das spielt ja auch irgendwie so Zombie-mäßig oder so, ne? Also auf jeden Fall irgendwie Apokalypse. Aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich Zombies oder so sind. Also wie gesagt, ich bin da echt der Noobig. Was eigentlich auch schön ist, mal an so ein Spiel mal wirklich noch wieder ranzugehen, wo ich absolut null Peilung von habe. Habe ich auch extra mich nicht groß darüber informiert, weil ich das halt im Vollen und Ganzen genießen und erleben wollte. Das hat natürlich einen kleinen Spoiler, was sie hier, glaube ich, angeht, aus dem zweiten Teil irgendwie mitbekommen, weil das irgendwie Diskussion war. Aber ich habe das auch versucht, immer direkt auszublenden für mich. So, was haben wir denn hier? Zeitung. Administration Springs Edge Area Hospital. 300 Increase of the Mysterious Infektion. Also eine mysteriöse Infektion, 300% gestiegen. Passt natürlich jetzt auch hier super zum unserem tollen Corona-Thema. Ich will jetzt mal eben eins gucken. Ich hatte was gesehen. Und zwar gab es, was ist denn Fotomodus? L3. Ist auch der Knopf, der Trigger. Keine Ahnung. Ich wollte mal was anderes gucken. Und zwar Optionen. Hatte ich jetzt ausgelassen? Was unter Anzeige? Nein. Steuerung war es, glaube ich, auch nicht. Nein, 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 nein. Was unter Spieluntertitel? Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre einfach nur das, was sie sagen, aber vielleicht steht das auch dann hier auf Deutsch. Ah ja. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg um 300% aufgrund von mysteriösen Infektionen. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Ja. Also, schon wahrscheinlich irgendwie so, ja, Walking Dead, Zombie-mäßig unterwegs, wenn die Frau schon verwirrt irgendwie drei, also vier Personen getötet hat. Gucken wir mal, was jetzt auch hier noch steht. Lieber Papa, alles schön. Du bist nie, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Ich hab dich lieb, Sauer. Das ist natürlich schon ein wenig bitter. Na gut, dann lassen wir halt die Untertitel an. Können wir eigentlich hier Licht anmachen oder so? Nein, können wir nicht. Daddy? Tja, anscheinend sind die auch alleine. Ich bin gespannt, ob man erfährt, was mit der Mutter ist. Da können wir nichts lesen. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Verdammt, Pandemie. wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Was ist Opfer hier der los? Infektion zu erhöhter Es ist in der Nähe. Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Wo? Was war das? Jetzt drücke ich L. Ah, ne, links ist ja L3. Oh Gott. Ups. Drückst du L3 und da Dad? explodiert was. Tja, es passt auch so ein bisschen zu meinem Far Cry 5 Let's Play momentan, wo ja die sich so ein bisschen auf, also die Piper sich ja darauf vorbereiten, auf so ein Szenario. Allerdings ist das bei Far Cry 5 ja nicht passiert, sondern das sind halt nur die Leute, die sich irgendwie darauf vorbereiten. Und hier ist es halt offensichtlich schon am Anfang, dass es eben genau dies Was passiert. ist bloß los? Oh. Mehrere Polizei. Wollen wir rausgehen? Ja, dürfen wir nicht. Gitarre, man hat ja auch schon in dem Brief an den Vater, also an die Karte geschrieben, dass sie Musik macht. Da hatte ich halt auch diese Figur gesehen. Da hat sie ja, glaube ich, auch, also ist so ein bisschen was älter. Für den zweiten Teil gab es ja so eine Figur, Collector's Edition, wo sie, glaube ich, auch eine Gitarre in der Hand hält, ne?
Also schon. Das ist ein Telefon. Schöne große Küche. Ah, da ist das Telefon. Handy, das funktioniert noch. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Können wir hier anrufen? Oh ne. Sie legt es dann nur direkt wieder weg. So, da haben wir einen Zettel, den wir lesen können. Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Weil der war ja schon zu Hause. Er hat uns ja ins Bett gebracht. Hier stehen auch ein Topf und eine Pfanne. Also ein bisschen noch komisch eckig, die Pfanne. Also zumindest außen. Innen scheint sie schon rund zu sein. Also sieht aber ein bisschen komisch aus. Der Topf auch ein bisschen eckig. Also das ist ein PlayStation 3 Spiel. Was hier irgendwie aufpoliert, remastert, was auch immer. Die Schaukel bewegt sich. Der Hund ist lieber ein Gasgrill, haben sie. Da hinten ist das so eine richtige Outdoor-Küche, oder? Ja, hier spiegelt sich nur die Küche. Okay. Also im Allgemeinen. Das ist ein schönes Haus hier. Ah, da ist der Vater. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Was ist denn los? Ist jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Wow. Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich. Nein. Geh. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach anfangen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hi. Wie geht's dir? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Na, der verkuppelt sich auch jemand. Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. So schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Ups. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Louis Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Das war seine Farm. Stimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagt, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr hey, vorbei, stopp. Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ja, so weit haben sie es ja jetzt hier nicht. Thank you.
Was zum Teufel los jetzt? Oh mein Gott. Tommy, Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Dreh hier. Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Das doch alles. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Die laufen da irgendwo weg und wir fahren hin. Das macht ja auch nicht viel Sinn, oder? Daddy? Hey! Zurück, Kleines! Zurück! Nicht dahin! Also spielen wir anscheinend den Vater. Jo, dann laufen wir mal los. Nicht irgendwie schleunigen. Wow. Holy shit. Wir sagen, wir laufen auch hier in die Richtung. Nicht hinsehen, Sarah. Ich dachte, wir hätten in die andere Richtung fahren sollen. Aber das ist Polizei. Uah. Die Polizisten werden auch angegriffen. Auf hier. Ich laufe ja schon. Uah! Den habe ich gar nicht gesehen, ey. Ist was da, Kleiner? Ups. Ah, das ist dieser Fotomodus. Ah, was ist das denn? Kannst du hier anhalten? Okay. Das war jetzt nicht wirklich Absicht. Kann also immer so einen Screenshot jetzt quasi hier machen. Natürlich cool, wenn du jetzt einfach irgendwie ein Thumbnail oder so machen willst. Aber brauchen wir nicht. Ja. Komm schon! Voll am Durchdrehen hier. Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Wie praktisch, dass hier ein Loch ist, was gerade auch beschieden wird. Wir sind fast da. Also der Helikopter wäre jetzt praktisch. Wenn der Pilot nicht gerade auch zum Zombie wird. Oh shit. Ich würde mich echt gerne ein bisschen umgucken hier, aber boah, das ist nicht die Zeit dafür. Ist okay, Kleines, wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen.
Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Was? Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die ist doch...